Wir brauchen Sie gar nichts erzählen. Ich kenne das. Die Art von Geschäften kenne ich schon da. Weil Sie sind ein junger Mensch, da war ich schon, weil ich war auch einmal ein junger Mensch. Aber damals, das war eine andere Zeit. Da war ein junger Mensch noch ein junger Mensch, wenn er da die Kisten. Was? Jo, ich weiß eh. Wermut rechts, die Dings da, was? Wie heißt das Mineralwasser? Ja, ich weiß, das tue eh dasselbe. Wasser ist Wasser, ne? Bitte, ja? Ja, Frau Chefin? Ich verstehe. Die alte käme jetzt schon wieder, Chefin. Das war vor 40 Jahren auch keine Chefin gewesen. Chef ist halt auch nicht mehr dasselbe. Naja, ne? Wenn man damals so gegangen ist mit den Kartons, mit den Flaschen, ne, zustellen, da hat es nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder der Hausherr war zu aus, anständiges Trinkgeld, ne? Oder er war nicht zu aus. Na, was glauben Sie? Die Hausfrau, alleine ich, man war ein junger Mensch damals, fesch, nicht? Das Äußere. Nicht? Nach einer Viertelstunde hat man ein Trinkgeld gekriegt. Ich meine, ein Trinkgeld hat man auf jeden Fall gekriegt. Nicht? Ich war damals in einem Geschäft, das war ein Begriff. Feinkostwaverer. Für ihn natürlich nicht. Der hat sich dann in der Krise hat er sich erschossen, der alte Herr Feinkostwaverer. Und ein Erbe hat dann das Geschäft, der hat es weitergeführt als Reformwaverer, aber das war schon nichts mehr. Aber Feinkostwaverer, da hat man gewusst, wenn man beim Feinkostwaverer was bestellt, dann kommt der Herr Karl. War immer schon der Herr Karl. Sie sind ein junger Bursch. Ich war in Ihrem Alter schon der Herr Karl. Weil damals hat man auf Formen etwas gehalten, die Kunden, das waren Herren. Herren und Formen. Das müssen Sie ihnen immer vor Augen halten, auch wenn Sie mit da anlernen sollen. Ne? Ja, es war eine schreckliche Zeit. Inflation, ne? Millionen sind geschwommen, das heißt, gehabt hat man nichts. Aber Formen. Rauchen verboten? Das habe ich gern. Wie soll da Unterhaltung zustande kommen? Was? Also, ihr riecht es oben. Also, naja. Wann geht's zum Mittagessen? Wollen Sie vielleicht? Also, rauchen auch nicht. Nein, ist eh besser. Ich sage Ihnen furchtbar. Was ich da mit den Rauchen allein und Geld, was man sich da, wenn ich das in die Bausparkasse gegeben hätte, ne? Ich hätte ja immer ein Häusl wollen. War das Rauchen? Sonst habe ich ja keine Leidenschaften, auch als Junge. Ich meine schon, Sie wissen, Hausfrau und so. Nicht? Aber sonst nichts. Ich habe mir damals in dieser Zeit geschworen, dass ich aus meinem Leben etwas machen werde und ich habe es getan. Ich war immer bescheiden, habe ein bescheidenes Leben geführt, aber ich habe es genossen. Es war ja eine furchtbare Zeit damals, so unruhig. Die Menschen waren zornig, Fanatiker, verhetzt, nicht? Man hat nie gewusst, welche Partei die stärkere ist. Man hat sich nicht entscheiden können, wo man sich hinwendet, wo man eintritt. Ja, und dann ist das historische Jahr 26 gekommen mit dem Brand am Justizpalast. Ne? 26 war es, das weiß ich ganz genau, weil da ist ein Onkel von mir gestorben. Er hat mir eh nichts hinterlassen. Da war das mit dem Justizpalast, 27 war es. Ne? Na, da sind sie alles marschiert. Marschiert sind sie. Ich weiß ja nicht, was los war. Ne? War jedenfalls eine Feier. Mordsfeier war. Schöner Brand. Ich habe ja an sich Feier gern. Wir sind alle hingerannt, nicht? Haben geschaut. Ich sehe gerne eine Feier. Nicht? Wenn ich wo eine Feier sehe und ich höre da renne ich hin, weil ich habe das gern, wenn so die Leute umeinander stehen, schauen. Auch Unfälle, ne? Wenn wo ein Unfall ist und die Leute, ne, da her schon, hey, da biegt einer, da liegt einer, schau das Blut, ne? Da renne ich hin, ne? Da gleich bin ich dort, weil ich bin hart, weil ich war beim Luftschutz. Ich habe viel gesehen. Ja? Ja, Frau Chefin, ja? Selbstverständlich. Die Alte soll sich nicht aufregen. Soll froh sein, dass sie mich hat. So leicht kriegt man halt niemand. Das ist ja auch ein Mangelberuf, nicht? Wer steht schon auf ihr Geld? In die 30er Jahre, bitte, da hat man keins gehabt. Traurig war es. Ich war nie ein Materialist bei den Madeln, ne? Schon, ich meine, ich war Schmäh geführt, nicht? Mandolin gespielt, nicht? Harmonika,
nicht? Hat einer, anderer Mundharmonika spielen können. Nicht? Haben wir gesungen, die Schlager aus den Tonfilmen, nicht? Weiße Chrysanthemen schenk ich dir zur Hochzeitsnacht. Da war noch ein anderer, das war du schwarzer Zigeuner. Ach, spiel mir was vor. Das war, das waren im Inundationsgebiet, im Überschwemmungsgebiet, waren so Standeln, nicht? Da sind wir gesessen. Mit den Madeln, ne? Riebisselwein, runtergestessen, geht schon. Ne? Da habe ich gesagt, gehen wir schwimmen, meine Damen. Sind wir oben zum Wasser, haben sie umgezogen. Haben sie ein bisschen eingekocht, ne? Gebüsch, See überall. Ne? Die Donauauen sind ja wunderschön. Nächsten Tag habe ich Gösentippen gehabt, frage nicht. Ne? Sonst war es ja traurig. Wie alt sind sie? Hören sie, ich könnte ihnen ein Vater sein. Ich werde nie Kinder wollen. Ich hätte haben können. Aber die Verantwortung. Ich bin ein verantwortlicher Mensch. Bei solchen Zeiten. Ich meine, der Schilling hat schon einen Wert gehabt. Das muss man einmal lassen. Aber er war nicht zum Erwischen. Man hat sich ja bemüht, die ganzen Bundeskanzler. Nicht? Wie es da waren, der sei. Ja, helfen Sie mir. Nicht? Sie müssen das da gelernt haben in der Schule. Der war einer mit einem Bord. Nicht? Das, ja, schon. Schon, ja, Blade, ne? Na, ist ja wurscht, aber beim Heurigen, da hat es Persönlichkeiten gegeben. Der Bezner Masel, die Wolzgerl Buhm, Kurschene Quickerl, Netzwerker Peppi. Ist Ihnen das ein Begriff? Sie sind jetzt jung, Sie wissen ja nicht, was Heiterkeit war. Echte Fröhlichkeit. So ein Hetz wie damals haben wir nie mehr gehabt, im Bruder und der Donau. Den Malen, beim Wasser. Ich bin ja nicht reingegangen. Ich habe nicht schwimmen können. Ne? Ich bin ja erzählt, dass ich meinen Schmäh übernommen habe. Ne? Ich habe nie ins Wasser gehen müssen. Ich meine schon, ich wasche mich. Ne? Ich habe schon zu Hause eine Waschmuschel. Aber das genügt mir eigentlich. Ich brauche auch nicht ans Meer. Weil ich habe keinen Bedarf für so viel Wasser. Ich habe ein blödes Gefühl, wenn ich so viel Wasser sehe. Das ängstigt mich. So ein bisschen in einer Waschmuschel oder einer Lavur, nicht? Klein, herzig, es geht genug. Oder ein See. Ich weiß, es gibt herrliche österreichische See. Weil ich hab das nicht gern. Traum oft von einem See. Ich liege auf einer Luftmatratze. Auf einmal kommt einer, zieht die Stäbseln aus. Ich habe manchmal furchtbare Träume. Man vergisst es Gott sei Dank immer gleich. Ich sage Ihnen, ich habe im Traum den Zweiten Weltkrieg vorausgesehen. Obwohl das Traum, das Schießen, das Rennen, wie die Häuser zusammenfallen, den ganzen Krampf. Ne? Jetzt traum ich schon wieder so. Naja. Jawohl, Frau Chefin. Sef, ob was wo ist? Ja, es sind noch genug Oliven da. Wo sind die Oliven? Das ist ja wurscht, von der alten traum ich auch noch. Ja, nein, ich werde schon was machen. Ihnen kann es ja egal sein, sie sind morgen eh weg. Naja, die 30er Jahre, da war ich sehr oft arbeitslos, Hockenstaat. War immer dazwischen arbeitslos, ein lebenjunger Mensch. Dazwischen arbeitslos, dann habe ich was gehabt, arbeitslos, dann habe ich was gehabt. Ne? Oft mein Posten gewechselt, ich war ja unbeständig. Ich war ein Falter. Ne? Bis 34 war ich Sozialist. War auch kein Beruf. Ne? Hat man auch nicht davon leben können. Heute, wo ich war. Aber heute bin ich darüber hinaus. Ich habe eine gewisse Reife, wo mir die Dinge gegenüber abgeklärt sind. Naja, 34er Jahre. Wissen Sie, wie das war? Ne? Nein, Sie wissen es nicht, Sie sind jetzt jung. Was Sie brauchen, Sie auch nicht wissen. Das sind Dinge, da wollen wir nicht dran rühren. Da erinnert man sich nicht gern. Niemand in Österreich. Später dann bin ich demonstrieren gegangen für die Schwarzen. Für die Hahnenschwanzler Heimwehr, nicht? Habe ich 5 Schilling gekriegt. War ja Geld damals. Nicht? Dann bin ich um zu den Nazis, zu den damaligen. Nicht? Da habe ich auch 5 Schilling gekriegt. Ja. Österreich war immer unpolitisch. Ich meine, wir sind ja keine politischen Menschen.
Ein bisschen Geld ist halt zusammengekommen, ne? Na ja, ne? Hat ja von was leben müssen. Können Sie sich noch gar nicht vorstellen, was? Sie könnten lernen von mir, den Lebenskampf, wie wir ihn damals haben führen müssen. Sogar geheiratet habe ich. Ich meine, im Leben eines jeden Mannes kommt der Zeitpunkt, wo er ein Zuhause braucht, ein Heim. Ich habe mich kirchlich trauen lassen, das war damals eher günstig. Ich meine, ich bin ja katholisch, nicht sehr, aber doch, wie es halt bei uns ist. Ne? Ich glaube an ein höheres Wesen, an eine Macht, die uns leitet. Schauen Sie mich an, was ich alles überstanden habe. Also sie war meine erste Gattin, die alte, sie war nicht mehr so jung, sie war eine Witwe. Ihr Mann hat sich versoffen, er war Wirt, ich habe ihn eh gekannt. Er ist immer gestanden bei seinen alten Fleischlaberl und hat keine Luft mehr gekriegt. Ne? So hat er gemacht. Zum Schluss hat er nicht einmal mehr machen können. Ganz roten Kopf hat er gehabt, die Füße voller Wasser. Seine einzige Freude war, wenn er einbrennende Suppen hat essen können. Ne? Dass der Löffel hat drin stecken müssen. Asthma hat er gehabt, Übergewicht, ne? Fetzherz, eine Tragödie. Ne? Einmal komme ich ins Wirtshaus, hat sie die Frau ganz rote Augen. Der Poldl ist nicht mehr. Dann habe ich es angeschaut, habe ich mir gedacht, schön ist nicht. Aber eigentlich nur eine ganz fesche Frau, ich meine stattlich. Ich habe damals nichts zu tun gehabt, bin ich viel im Wirtshaus gesessen. Einmal, die Gäste waren schon weg, nicht? Kommt es mit einem Papier und einem Bleistift, was ich schreiben soll. Der teure Verblichene oder mein unvergesslicher Beutel oder wir werden dich immer lieb haben, halt für einen Patezettel. Ne? Habe ich geholfen. Und wie wir so sitzen, ich habe an sich schöne Augen, ne? Die kann ich ja schön schauen. Ne? Damals, ne? Heute auch nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr den Blick, den was ich damals gehabt habe. Das verliert sich alles mein Alter. Auf einmal sagt sie, lassen Sie mich anschauen, was Sie da geschrieben haben. Sie beugt sich zu mir. Da habe ich gespürt, wie es zieht. Da habe ich alles gewusst. Hören Sie, ich könnte Ihnen Details erzählen. Sie sind ja ein junger Mensch. Wenn ich Ihnen einmal meine diesbezüglichen praktischen Erfahrungen mitteile, hören Sie, da hätten Sie was fürs Leben, aber wir wollen Ihnen nicht verderben. Ja. Bin gleich eingezogen. Hat sie gesagt, Karl, alles muss seine Ordnung haben. Na, haben wir geheiratet. Ich hätte ja ein schönes Wirtsgeschäft gehabt. Jetzt, natürlich, ich habe die Gäste dort animiert. Jeden Tisch war ich gern gesehen, dort ein Viertel, dort ein Achtel getrunken. Was soll ich denn machen sollen? Das Geschäft muss ich rennen. Ne? Das war ja alles Stier damals, 30er Jahre. Bei mir ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ne? Wir haben ja ein gemeinsames Sparbuch gehabt. Kein Wort habe ich eh gewusst, verstehen Sie? Ne? Aber dann, natürlich habe ich hier und da etwas aus der Kasse genommen. Ja, warum nicht? Ich war ja gegen Sie ein junger Mensch, verhältnismäßig. Bin umeinandergezogen mit meinen Spezi. Sie war eh den ganzen Tag im Geschäft. Es genügt doch, wenn einer im Geschäft ist. Ich bin damals sehr aufs Rennen gestanden, es war eine furchtbare Zeit, lauter Arbeitslose. Viele Menschen haben gelitten damals in Österreich. Ich habe mir halt ein bisschen Griech gehabt. Auf die Nacht bin ich ins Geschäft gegangen, habe Schmäh geführt, Witz erzählt, mich um die Gäste bemüht, ich habe Witz gewusst. Sag ich noch, da ist der eine, wo der Handwerksbursch kommt ins Schlafzimmer von der Wirtstochter und sagt, hören Sie, das kann, hören Sie, wenn ich Ihnen das auf den Lebensweg mitgebe, da hätten Sie was vielleicht. Er ist vom Geschäft, aber Sie sagen es eh nicht der Chefin, was? Ist ja ganz ein Billiger. Was? Ein Französischer? Das ist mir auch wurscht, ich kenne ja nicht den Unterschied. Ich persönlich habe ja einen ganz anderen Geschmack. Das Haus, so Likörkompositionen, habe ich eher Cognac, Glühwürmchen, Kaiserbier, auf das stehe ich. Ja, so habe ich mich heute
habe ich mich halt manchmal so ein bisschen angesoffen. Ne? Eines Tages wird die alte meine Gattin frech. Schmeißt mich auf, vor meine Freund, vor die Haberer, vor die Gäste. Der Beutel möchte schön schauen, wenn er aber schauen möchte, wie es zugeht in sein Wirtshaus. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. Was der Beutel mich kann, das weißt du, habe ich gesagt. Alles hingeschmissen, schürzen. Ne? Meine Sachen aus der Wohnung geholt, Anzug, alles, servus, gehen wir. Hat's blöd geschaut. Meine Freiheit aufgeben, das könnte ich nie. Stellen Sie sich vor, in dieser Zeit stehe ich plötzlich da. Nicht? Nein, eine Gemeindebauwohnung habe ich ja gehabt. Ich habe sie nicht aufgeben gehabt, natürlich. Aber das war ja schon damals nichts. Aber ich habe mich nie vom Leben unterkriegen lassen. Bin damals einem Sparverein beigetreten. Zum Sparen habe ich nichts gehabt, aber ich habe meine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Man hat mich darum ersucht, meine Freunde haben, die Leute haben mich erkannt vom Wirtsgeschäft. Ne? Ich habe das mehr vom Organisatorischen hergeleitet. Habe einen schönen Namen erfunden, Eichkatzel vom Grund. Bin zur Konkurrenz von meiner Gattin gegangen, habe gesagt, was kriege ich, wenn ich euch einen Sparverein bringe. Wir haben jedes Jahr vor Weihnachten ein Ganselessen gehabt, sogenannte Wirtschaftskrise, 30er Jahre. Schöne, fette Ganseln. Nächsten Tag ist uns allen schlecht geworden. Aber es hat sich ausgezahlt. Ja, so bin ich Kassier geworden. Aber das war ein Leichtsinn. Ich sage Ihnen, fangen Sie Ihnen nie was mit einem Sportverein an. Wissen Sie, dass die mich fast einsperren hätten lassen? Da sind Sachen geredet worden, in der Zeitung ist gestanden, da haben sie mir vorgeworfen wegen den Konten. Ne? Wissen Sie, was ein Konto ist? Wenn man von einem Konto aufs andere transferiert, das ist eine Bankangelegenheit, das kann ich Ihnen als Laien nicht so erklären. Die vom Sportverein waren ja auch lauter Laien. Herr Vorsitzender, habe ich gesagt zu dem Richter, das Gansel war jedes Jahr da. Aber bitte, es wird mir eine Lehre sein. Immerhin konnte ich auf einige Erfolge zurückblicken. Ich habe Erfahrungen gesammelt in diesem Fach. Und so wurde ich von einem Sterbeverein mit offenen Armen aufgenommen. Der hat sich aber leider nicht als ausbaufähig erwiesen, weil die Leute sind gestorben, haben sie nicht an meine Kalkulation geholt. Ne? Und wie sie den Präsidenten von unserem Verein, den alten Herrn Kommerzialrat Crisper, begraben haben, da habe ich gewusst, sterben heißt auch nichts mehr. Na, dann ist eh der Hitler gekommen. Na, ja, das war eine Begeisterung, ein Jubel, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Nach diesen furchtbaren Jahren, nach diesen traurigen Jahren, endlich einmal hat der Wiener eine Freude gehabt. Ah, jetzt, man hat was gesehen. Ne? Na, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wann sind Sie geboren? 38, na ja. Na. Da sind wir alle, na, ich weiß noch, am Ring und am Heldenplatz gestanden. Unübersehbar war mir, man hat gefühlt, man ist unter sich. Es war wie beim Hering. Es war wie ein riesiger Heuriger, aber feierlich, ein Daumel. Ja. Darum sind sie ja 38 geboren. Wann? Im Dezember, na ja, das habe ich mir eh gedacht. Ja, die Deutschen sind einmarschiert mit klingendem Spiel. Die Polizei ist gestanden mit den Hakenkreuzbinden. Fesch, furchtbar, furchtbar. Das Verbrechen, wie man diese gutgläubigen Menschen in die Irre geführt hat. Der Führer hat geführt. Aber Persönlichkeit war er. Vielleicht ein Dämon. Aber man hat die Größe gespürt. Ich meine, er war nicht groß. Bin ja vor ihm gestanden, beim Blockwartetreffen im Rathaus. Ne? So wie ich jetzt mit Ihnen sitze, bin ich vor ihm gestanden. Ne? Er hat mich angeschaut, mit seinen blauen Augen. Ich habe ihn angeschaut. Dann hat er gesagt, ja, ja. Und da habe ich alles gewusst. Wir haben uns verstanden. Dann bin ich illegaler geworden. Ich meine, ich war schon. Ne? Das wissen Sie ja nicht. Illegal, das war damals jeder in Österreich. Illegal, das war so, wie wenn man heute bei einer Partei ist. Bei uns im Gemeindebau alle. Ne? Bis 34 waren wir eh. Dann waren wir... Ich meine, schauen Sie, was man uns danach hervorgeworfen hat, das war ja alles ganz anders. Ne? Da war ein Jud im Gemeindebau, der Tennenbaum, sonst ein netter Mensch.
Na, da haben sie Sachen gegen die Nazi geschrieben gehabt, auf die Trottoir, auf die Gehsteige. Und der Tenenbaum hat das aufwischen müssen. Na, nicht er allein, die anderen Juden auch. Na, aber wir haben hingeführt, dass er es aufwischt. Der Hausmeister hat ja zugeschaut, hat gelacht, er war immer bei einer Hetz dabei. Na, nach dem Krieg ist er zurückgekommen, der Herr Tenenbaum. Habe ich ihn auf der Straße getroffen, habe ich gesagt, der Herr Tenenbaum. Und er hat mich nicht angeschaut. Ich grüße ihn noch einmal. Der Herr Tenenbaum. Schaut mich wieder nicht an. Ne? Wenn man denkt, siehst du, das jetzt ist ein Bass dabei. Irgendwer hätte es ja wegwischen müssen. Ne? Der Hausmeister war ja auch kein Nazi. Er hat es halt nicht selber wegwischen wollen. Ne? Alles, was man heute darüber spricht, ist falsch. Es war eine herrliche, schöne damals. Ich möchte diese Erinnerung nicht missen. Dabei habe ich ja gar nichts davon gehabt. Andere, mein Lieber, die haben sich gesund gestessen. Existenzen wurden damals aufgebaut. Geschäfte arisiert, Häuser, Firmen. Ne? Ich habe nur einen Juden geführt, ich war ein Opfer. Die anderen sind reich geworden. Ich war ein Idealist. Na, was war ich schon? Bei der NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, hat sich keiner was denkt, wenn er dazugegangen ist. Heute ist man ja auch überall. Gewerkschaft und so, denkt sie nichts. Schauen Sie, die Leute in seinem Gemeindebau waren ja jahrelang unbetreut, hat sich doch kein Mensch um sie gekümmert. Ich habe nur versucht, die Leute zu erziehen. Ich habe ihm nicht nur die Beiträge kassiert, das habe ich so nebenbei gemacht, das habe ich kennen vom Sportverein. Ich habe ihnen Sprüche gebracht, Sinnsprüche, so Goethe und Hitler, nicht? Gesundheit ist Pflicht, so aufbauende Sachen habe ich ihnen gebracht. Zum Aufhängen habe ich es ihnen gebracht. Und das war auch die Zeit, wo ich meine zweite Ehegemeinschaft eingegangen bin. Natürlich standesamtlich. Sie war ein moderner Mensch ohne Vorurteile. Wir waren beide in einem Kino angestellt, wir waren Billeteure. Das heißt, ich war Billeteur, sie war Billeteurin. Gute Billeteurin, wirklich. Wir haben sehr viel Gemeinsames gehabt, den gleichen Geschmack. Wenn man so viele Filme miteinander sieht, da kriegt man schon ein Urteil. Der Besitzer von dem Kino hat auch was draufgegeben. Der hat sich ganz von uns beraten lassen. Uns hat kein Schauspieler was vormachen können. Wenn Sie so ein Gesicht 10 oder 15 Mal sehen, dann kennen Sie jeden Schmäh. Braucht das alles nicht. Von mir aus braucht es kein Theater geben, kein Kino, alles sollen Sie zusammenreißen, das sage ich immer. Ein bisschen Musik, das ist alles, was ich brauche. Darum bin ich eigentlich auch für die Ehe nicht so richtig geeignet. Ja? Es war im Krieg, nicht? Sommer. Ich habe manchmal Dienst gehabt, dann hat wieder sie Dienst gehabt, abwechselnd. Natürlich habe ich manchmal die Gelegenheit benutzt. War ja moderne Ehe, nicht? Der Mann ist ein Mann, wenn er ein richtiger Mann ist. Und im Krieg war das doch leicht mit den Weibern. Das, ich habe ja nicht einrücken müssen. Die Frau ist der gebende Teil und der Mann der herrschende. Das habe ich auch klar gemacht, bevor wir geheiratet haben. Aber ich bin bitter enttäuscht worden, weil sie hat sich Sachen herausgenommen, die tief unter der Würde des Mannes liegen. Wir haben eine Kaserne in der Nähe gehabt und da habe ich immer schon gehört, dass so viele Soldaten, so deutsche Soldaten, aus- und eingehen im Gemeindebau. Na, dann habe ich erfahren, dass sie bei mir aus- und eingehen. In meiner Wohnung. Meine Zigaretten haben sie geraucht. Mit meiner Rasiersaft haben sie sich die Hände gewaschen, die Pifke. Jetzt mal hat er nichts machen können, ne? Das war Krieg, deutsche Soldaten, habe ich gewartet. Eines Tages sagt man mir, wissen Sie, wer oben war? Ein Fremdarbeiter, ein Ausländer, ein Tschusch. Jetzt war alles leibend, weil das ist ja kriegsrechtlich strafbar gewesen. Ich bin eine Entwohnung, ganz leise die Tür zugemacht, ganz ruhig zu ihr gesagt, schlechte. Sie hat mich sofort verstanden. Alles da gelassen, Möbel, Lebensmittel, Lebensmittelkarten, Wäsche, Unterwäsche. Nur damit ich es nicht anzeige, weg war es. Also ist auch dieses Kapitel in meinem Leben vorübergegangen. Ja, bitte, Ehefrau. Ja, bitte ein bisschen später, ne? Zigaretten holen soll ich. Kann doch jetzt nicht weggehen, mitten in der Arbeit. Ich habe mich dann mehr für die Gemeinschaft eingesetzt. Ich habe alles gemacht. Beim Winterhilfswerk war ich,
Wenn ich mit meiner Pixen geschäbert hab, mein Lieber, da hat sich keiner traut, sich auszuschließen. An jeden hab ich erwischt. Bin ihm nachgeschlichen. Aufgelauert hab ich einer mit der Pixen. Wenn das Schäbern gehört haben, hat jeder gewusst, jetzt muss er parieren. Das war eine furchtbare Zeit. Sie können Ihnen ja davon keinen Begriff machen. Sie waren ja Kind. Was wissen Sie, was wir damals alles mitgemacht haben? Ich meine, ich habe ja alles gehabt. Ich bin dann Aushilfskönner gewesen, was damals alles durch meine Hände gegangen ist. Aber ich war ja leichtsinnig, großzügig. Die Frauen, die Feste, was sie damals in meiner Wohnung angespielt hat, sage ich Ihnen, das waren Orgien in dem Gemeindebau. Sonst habe ich mich dem Luftschutz gewidmet. Ich habe die Leinhöfer-Ausbildung unter mir gehabt. Leinhöferinnen auch, das ist eine. Mein Sonderauftrag war Abwehr von Giftgase. Ja, das Gebiet habe ich völlig beherrscht. Wir haben da so eine Kammer gehabt. Und da habe ich es reingeschickt mit den Volksgasmasken. Haben wir Gas reingelassen, dann haben sie rennen müssen, singen. Oh, du schöner Westerwald. Dann haben wir gemacht, Gasmasken wechseln, haben das wechseln müssen, haben es gewusst. Ich habe immer zugeschaut von draußen. Das war eine schöne Zeit, ja. Ja, Gas, das war mein Sonderauftrag. Ne? Wenn die Giftgas geschmissen hätten, war eh nichts passiert. Natürlich, wenn sie mit Bomben anfangen, das war ja unfair. Warum ich nicht eingerückt bin? Hören Sie, das ist eine traurige Geschichte. Ich habe ein Herzklappen, wo man nichts Genaues weiß. Dann habe ich einen Pankreas, der eine Lungenflügel ist auch nicht ganz durchsichtig. Dann vor allem die Fies. Außerdem ein paar Leute haben ja die Heimat aufrechterhalten müssen. War ja eine schwere Zeit. Da hat man Männer gebraucht. Ich habe damals gestrotzt. Man, auch heute noch, schauen Sie mich an. In meinem Alter. War nie krank. Mein ganzes Leben gesund, bumperl gesund. Ja, wenn die Bombenbeschädigten gekommen sind, die Bombenschädlinge, na, die Hennigen, na, die Bombenopfer, nicht? Weil ich habe die Verteilung gehabt von den Marken und von den Lebensmitteln für die Bombenopfer. Na, da habe ich damals gute Geschäfte gemacht, so ein Geschäft hätte ich mir aufbauen können. Den Bombenopfern war das eh wurscht. Wenn einer gerade sein Haus verloren hat, denkt er nicht ans Fressen, nicht? Ist er froh, dass er lebt. Wenn einer sich aufgeregt hat, dann habe ich nur angeschaut. Habe ich vom Führer gelernt. Zwar keine blauen Augen, aber das kann ich auch. Was ist, Frau Chefin? Na also, jetzt geht's Mittagessen endlich. Moment, können Sie Ihnen dann nicht die Zigaretten gleich selber mitnehmen? Was? Na schön, hat's gesagt. Hätte auch freundlicher sein können. Ich bin immer zu gut zu den Leuten. Das ist mein Fehler. Na ja. Dadurch, dass ich Tschechisch kann, ein bisschen, habe ich immer Zugang gefunden zur Mentalität von den Slawen, Asiaten, von den Russen. Ne? Mir ist nichts angegangen. Ein paar Monate später, was glauben Sie, wer gekommen sind? Die Amerikaner, na, das war eine Erlösung. Ja, habe ich mich gleich beworben, weil man steht doch dem Westen. Und weil ich da schon die ganze Zeit die Arbeit gemacht habe für die Gemeinschaft, nicht? Um den Westen zu verteidigen, Luftschutz und das, habe ich mir gedacht, das muss doch eine Möglichkeit geben bei der Armee. Mein Essen war es auch ganz gut, nicht? Was ich so gehört habe von anderen Parteigenossen und den Kameraden von der NSV. Und da haben sie mich eingestellt als Civilian Guard. Civilian Guard. Sind wir gestanden, so ältere Männer mit den Helmen, Parkplatz bewacht. So eine Art Militärpolizei waren wir. Gefährlicher Posten. Ne? Und wir haben aufgepasst. Wenn ein Österreicher gekommen ist, gleich einmal verjagt. Weg da! Go away! You! Ja, das ist mir dann sehr zugute gekommen, wie ich später gearbeitet habe am Kobenzl als Parkwächter, als Autoeinweiser. Da habe ich ein Regiment geführt, wie bei der Gemeinschaft. Ich war ja kein gewöhnlicher Parkwächter. Ich habe mir viele Sprachen angeeignet in der Besatzungszeit. Wenn ein Autobus gekommen ist mit einer russischen Reisegesellschaft, ne, bin ich gleich gestanden und gesagt, Tavarischi, als das voll Dirk, ich ist so da, Kara schon, Otschenkara ist da schon, Austriatschi, Ruski, ne, haben sie mir auf die Schulter geklopft und gelacht. Da habe ich schön gekriegt. Und die Arme, wenn die gekommen sind, habe ich sogar das Wagentier aufgemacht und gesagt, hello Sir, Servus grüßen, everything okay.
Das hören sie immer gern. Schon eine Sache, was die auslassen. Kein Vergleich mit den Deutschen. Weil Deutsch kann ja eher jeder. Natürlich, es war eine harte Zeit. Man hat ein befreites Volk hungern lassen. Mich nicht. Ich hab schon immer was erwischt, Geschäfte gehabt. Wenn ich damals in ein Nachtlokal gekommen bin, haben sie alle geglaubt, ich bin ein Lord. Ja, dann ist die Währungsreform gekommen. Da habe ich wieder alle Lust verloren zum Leben. Da hat man sein Leben aufgebaut. Mindestens 20 Mal habe ich mein Leben aufgebaut im Laufe von meinem Leben. Was ist geblieben? Ne? Wenn man dann schon älter wird und nicht mehr den Schwung hat und den Charme. Ich hätte nicht arbeitslos sein müssen. Ich hätte in einer Garderobe arbeiten können oder als Portier. Sogar in einer Sauna hätte ich den Aufguss machen können. Den besten Leuten. Aber wenn es so weit war, habe ich immer das Gefühl gehabt, es gibt mir innerlich keine Befriedigung. Zuletzt bin ich gegangen mit deformierten Luftballons, Ballöner. Die habe ich gekriegt, billiger, weil es zweite Wahl war. Die waren nicht mehr ganz rund, so. Haben so Diebin gehabt. Manche waren auch ein bisschen eingeschrumpelt. Man hat aufpassen müssen, das nicht zerplatzen, bevor man es verkauft. Da bin ich gegangen zum Heurigen. Wenn die Leute schon besoffen waren, die hätten mir eckige Ballons auch angekauft, die Trottel. Naja, so wie es gehalten, die Luftballons. Da man denkt, eigentlich traurig, dass man so ein Leben führen muss, nach allem, was man geleistet hat, immerhin. Einmal habe ich nur noch einen Ballon gehabt, komme ich zu einer Gesellschaft, wo sehr animiert war, fragt mich eine, sie hat so einen kleinen Steirerhut aus Papier aufgehabt, er hätte es natürlich originell. Fragt sie mich, was kostet der Ballon? Ich sage meinen Preis, lacht sie blöd und sagt, ich gebe Ihnen eine Puzzle dafür. Wenn man denkt, ah was, kann eh kaum noch fliegen, der Ballon. Bin ich gleich picken geblieben, bis in der Früh. Sie hat am Lahrberg gewohnt, bin ich mitgefahren. Am Weg habe ich ihr dann die Geschichte von meinen unglücklichen Ehen erzählt. Gleichen Alter waren wir auch. Bitte, sie war Brillenträgerin, aber ein fleißiger Mensch. Ah, schlecht behandelt vom Leben. Na, bin ich zu ihr gezogen. Sie war Bedienerin, aber sonst sehr reinlich. Sie hat in einem Büro gearbeitet. Ich habe den Haushalt geführt, gekocht, alles in Ordnung gehalten, gut gekocht. Na klar, na, ich habe ja mitgegessen, ne? Sehr viel gelesen habe ich in dieser Zeit, so wissenschaftliche Sachen, Ärztebücher, nicht? Aufklärung, 1x1 des täglichen Lebens, so. Weil praktisch habe ich alles beherrscht, aber das ist ja interessant, wenn man sieht, wie das mit den Stellungen, nicht? Weil sich das so ausspielt, schwarz auf weiß, innerlich. Nicht? Und dann Mechanik, Technik hat mich auch interessiert, Strahlen mehr Weltenraum. Alles, was uns angeht. Ne? Mich wundert gar nichts mehr, was in Weltallgeschichte, weil ich kenne mich dort genauso aus wie im Gemeindebau. Sonntag sind wir manches Mal ins Bistingtal gefahren, da hat sie ein Siedlungshäuserl geerbt gehabt von ihren Eltern. Sind wir gesessen, haben in den Regen rausgeschaut, haben uns gedacht, andere Leute haben das nicht. Im Sommer, wenn es heiß war, haben wir das Essen ins Papier gepackt, nicht? Milchkaffee in einer Bierflasche, ne? Sind zum Donaukanal oben. Ich habe mir das Hemd ausgezogen, sie war in der Kombinage. Schön war es nicht. Ich habe da vor kurzem meine zweite Gattin gesehen, die fesche Billeteurin. Kann ich nicht sagen, die hat ausgeschaut. Schier, fett, direkt ungustiös. Ich meine, ich bin ja auch nicht schön, aber ein Mann hält sich immer noch besser. Ein Mann hat immer noch einen gewissen Anwert, auch so, wie ich heute bin. Ich weiß doch, wir haben in unserer großen viel ältere Frauen, ledige Witwen, werde ich mir anschauen. Wenn sie mal Fernsehen kommen wollen, Herr Karl, Fernsehen, ich bin ja nicht interessiert. Aber auch diese Lebensgemeinschaft war nicht von Dauer. Sie ist leidend geworden. Spital hat es müssen. Habe ich gesagt, du musst einsehen, jetzt muss ich weg. Ich meine, ich habe immer Arbeitslosen gespart gehabt die ganze Zeit. Hat gesagt, besuchst mich einmal im Spital? Habe ich gesagt, ich weiß nicht. Meine Gemeindebauwohnung habe ich ja nicht aufgegeben.
bin ja nicht blöd. Na? Von da ab ist es wieder aufwärts gegangen. Ich habe sozusagen meinen Lebensmut, meine Lebensfreude wieder gewonnen. Gute Posten gehabt, schlechte Posten gehabt, gearbeitet habe ich nie viel. Nicht, dass ich nicht kann, aber das können Sie noch nicht verstehen, das ist das Alter der Reife. Da genießt man gern, verstehen Sie? Das Leben. Man wird überlegen, man erinnert sich, wie man sich geplagt hat für die Gemeinschaft, für die Gattinnen, Beruf, für den Wiederaufbau. Und was ist geblieben? Erfahrung, Lebensklugheit, immerhin. Aber sonst zu viel Herz, zu viel Arbeit, zu viel Aktivität. Natürlich, es gibt auch schöne Momente und auf die habe ich mich immer mehr konzentriert. Gefreut habe ich mich schon an dem Tag, wo wir endlich den Staatsvertrag bekommen haben. Na, das haben wir zum Belvedere gezogen, sind da gestanden, unübersehbar, lauter Österreicher, wie im Jahr 38, eine große Familie, schon ein bisschen kleiner, weil das Belvedere ist ja kleiner als der Hödenplatz. Und auch die Menschen waren schon reifer geworden. Ja, und dann ist er herausgetreten, der Poidl, hat die Arme von den anderen beiden Herrschaften gepackt und hat mutig bekannt, Österreich ist frei. Und wie ich das gehört habe, habe ich gewusst, auch das habe ich jetzt geschafft. Es ist uns gelungen, der Wiederaufbau. Ich meine, nicht, dass ich blind wäre gegen die Fehler der Regierung. Ich war ja immer kritisch, ich habe immer alles durchschaut. Auch ein Regierungsmitglied, wenn ich mir das so anschaue, der ist auch nicht anders wie ich. Und ich kenne mich. Das sind die alle. Aber bitte, es geht mich nichts an. Ich mache meine Arbeit, ich kümmere mich nicht um Politik. Ich schaue nur zu, ironisch, behalte es für mich. Ich rede ja nicht viel, ich bin ja eher ein verschlossener Mensch. Schauen Sie, dass ich jetzt so mit Ihnen rede, das hätte ja nicht notwendig, ihr könnt ja auch arbeiten. Aber Sie müssen es ja auch einmal lernen. Wenn man die Erfahrung hat, hat man auch die Verpflichtung, sie weiterzugeben. Denn lernen kann man nur aus der Erfahrung. Ne? Wollen Sie einen Schokolade? Schweizer. Ja. Sie sind ja ein junger Mensch, vor Ihnen liegt noch das ganze Leben. Aber so in meinem Alter, da ist man oft auf Süße. Man nimmt es im Mund und es vergeht die Zeit. Ja. Ich habe einen Chauffeur kennt, der war mir sozusagen verpflichtet. Nicht? Hat er gesagt, pass auf, Karl, ich fahre jetzt über die Länder, privat, weil ich möchte einmal unser schönes Österreich kennenlernen, jetzt, was wieder uns gehört. Willst du mitfahren? Ich habe gesagt, geh, ich hätte... Das kann ich ja nicht zahlen, was du da an Benzin verfährst. Nein, Karl, ich kenne dich, du machst eh nicht einen Urlaub, fahr ruhig mit. Na ja, habe ich gesagt, du musst ja auch dein Geld verdienen. Ne? Also bitte, sagt er, lädst mich halt ein, manches Mal und so. Dann sind wir gefahren, was mir das gekostet hat. Alles zahlen können. War billiger gekommen, wenn ich mit einer Gesellschaftsreise gefahren war, in Autobus. Ich habe das nämlich an sich gern mit dem Autobus, weil da sind immer viele Leute, mit denen man sich unterhalten kann, ältere Frauen und so, aber über die Art von früher. So bin ich einmal sogar nach Italien gekommen, viele Städte. Ich habe mir nichts gemerkt, aber der Wein war billig. Die anderen haben sich in der Hitze umeinander gezahlt, ich habe mich halt angesoffen. Wir haben so weit zu der Gesundheit erlaubt, weil der Pankreas ist ja auch nicht so. Schön war es in Italien. Ich hab nicht viel gesehen, aber der Autobus ist sehr gut gefahren. Ja, Österreich ist natürlich kein Vergleich. Österreich ist herrlich. Großglockner, Pasterzengletscher, die herrlichen Bergriesen in ihrer weißen Einsamkeit. Waren auch viele Leute dort, nette Leute. Nicht? Da kommen wir gleich ins Gespräch. Weil da steht einer nebenan und sagt, schauen Sie, ist doch eigentlich schön, Österreich. Und man kennt es gar nicht. Und ich sage, ja, wirklich, das möchte man eigentlich gar nicht glauben, wenn man so in Wien ist. Unwillkürlich hat man da was Gemeinsames, wo man da steht. Ne? Herrlich, sage ich Ihnen, die Franz-Josefs-Höhe. 80 Schilling hat mir das gekostet. 5 Bier, 5 Schnäpse, wir haben zahlen müssen, den Chauffeur. Na gut,
Ich will ja nichts drüber. Irgendwann muss man sich aber was leisten. Ne? Na, dann waren wir am Semmering. Ne? Das ist auch schön. Sehr schön, wirklich. Wenn man bedenkt, dass man das so in der Nähe hat und gar nicht ausnützt, kann schon überall rauffahren mit dem Sessellift. Weil ich muss ja nicht zu Fuß, ich muss ja nicht zu Fuß hatschen. Das ist ja nicht gesund. Ich wohne eh in einem Gemeindebau, dritter Stock ohne Aufzug. Ich muss ja steigen. Ich meine, ich liebe die Berge, wenn ich fahre. Sind wir nach Mariazell gekommen, der Gnadenort, mich sehr beeindruckt. Obwohl ich also kein so absolut gläubiger Mensch bin. Aber man denkt sich, es könnte doch was dran sein. Wenn man so die Kirchen sieht und die schönen Hotels, die Andenken, wirklich. Auf der Rückfahrt sind wir dann durch die Wachau gekommen, da war ich überwältigt von den steinernen Zeugen unserer Vergangenheit. Mög, Dürnstein, Göttweg, ne? Da habe ich zahlen können, mein Freund. Ich habe ihm gesagt, achte auf deinen Alkoholgehalt. Ist er ordinär geworden, hat ein Wort gesagt, das möchte ich gar nicht wiederholen. Habe ich ihm erklärt, leider, meine Barschaft ist so, dass ich mir nichts mehr leisten kann. Na, da was gematscht gehört vom Benzin und so, dabei ist er eh ein Diesel gefahren. Ich habe das dann abgebrochen, habe gesagt, ich bin da nicht böse, aber ich gehe jetzt. Bin mit dem Schiff von Krems nach Wien gefahren, Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Oben bin ich gestanden am Glander, angenehm kühl war es. Die Ufer sind an mir vorbeigezogen und ich mir denkt, du kannst allein nach Wien schaffieren in deinen alten, miesen Hasenkiebe. Nein, mir hat es ja sehr gut gefallen, unser Österreich, aber in einem gewissen Alter braucht man nicht mehr davon zu sehen, man interessiert sich nicht mehr so. Lost alles nach. Zum Beispiel das Atomzeitalter. Ich war mein ganzes Leben von Gefahren umgeben. Revolution, Hungersnot, Krieg, Gift, Gas, Frost. Ich habe keinen Kontakt mehr mit der Atombombe. Es ist außerhalb meines Interessengebietes. Ich überlasse das anderen Menschen. Ich bin nur ein kleiner Österreicher innerhalb einer unabhängigen Nation. Befragt ihr niemand, bitte sollen sie die anderen den Kopf zerbrechen. Wenn ich mich zerstreuen will, brauche ich keine Wasserstoffbomben. Da gehen sie über Schwemmungsgebiet, Inundationsgebiet. Ne? Da gehe ich gern hin. Oft, da heute noch, wenn es heiß ist. Da sind so Bombentrichter. Da liegen sie drin, die jungen Leute, Madeln, Buben, da. Ich bin kein Voyeur, nicht? Wie es viele gibt, die was da umeinander kreien, aber mit so jungen Leuten ist halt ein Hetz. Wir haben ja damals noch Hemmungen gehabt, aber heute, die kennen nichts, die gefrasst. Ich sehe es ja nicht, ich bin ja keiner, der was zuschaut, aber was ist so her? Da komme ich mir ganz jung vor, dann wäre ich traurig. Wenn ich traurig bin, muss ich fressen. Da ist nur ein Standl von den 30er Jahren, die Alte. Ich meine, das ist schon die Tochter von der Alten von damals. Die kennt mich schon, da kann ich essen. Sehr gut, sehr ausgiebig, nicht teuer. Neulich habe ich ein Schlachtbraten gegessen, war drauf Schweinsbraten, Blutwurst, Blutwurst, dann Leberwurst, Bratwürstel, Carbonadel, habe ich eh schon gesagt, Kraut, Gnädel, Bier dazu. War leider warm. War furchtbar heiß. Darum war ich ja dort. Leider habe ich keinen Hut gehabt. Die Sonne hat eh die ganze Zeit auf meinen Kopf geschienen. Wie ich zur Straßenbahn gegangen bin, ist mir schlecht geworden. Ich fahre auf den Sitz zusammen. Kommt die Schaffnerin, ist ihnen was? Ich muss ausgeschaut haben wie der Tod. Ich habe gerade noch sagen können, ich wohne in Rösselgasse 15, Stiege 6, Tür 12, wo was sein sollte. Nein, es war eh nichts. Ich habe mich mit letzter Kraft hinaufgeschleppt, man will ja niemand schwerer reinmachen. Bin zu Hause, habe das Fenster aufgemacht, dann ist mir schlecht geworden. Nicht am Fenster, wie es gehört. Na, dann habe ich mich aufs Bett gelegt, bin ohnmächtig geworden. Nächsten Tag bin ich runtergegangen ins Wirtshaus. Kleines Gulasch, kleines Bier, alles wieder leer war. Ne? Naja, jetzt so halt, ne? Wie ich lebe, so. Kann mich ja nicht beklagen. Das geht mir eigentlich sehr gut. Nicht? Ich hab meine Wohnung eingekriegt. So sauber alles. Radio, Eiskosten. Ich brauche mich eigentlich nicht. Ich habe wenigstens, ich esse ja nichts aus.
kann man kaum zum Radio hören. Früher. Mit meiner zweiten Frau, der Fashion-Pilotärin, da haben wir oft das Radio auftrat gehabt. Na, es war ja ein Krieg. Es sind viele Leute gekommen. Jetzt, ne? Wissen die Leute, im Haus sind mir auch zu blöd. Die kenne ich da schon 25 Jahre. Kein Niveau, wissen Sie. Frauen und Weibern gegenüber bin ich ja auch eher mein Leben lang bitter enttäuscht worden. Ein Skeptiker, ein Philosoph. Das möchte ich auch nicht mehr. Ich hab noch einen Verwandten in Stuttgart, der, ich kenne ihn zwar nicht, aber wir schreiben uns einmal im Jahr, vor Weihnachten, gehört ja. Die Marken hebe ich immer auf. Sind Sie vielleicht Markensammler? Na, weil ich mir denke, dass Sie vielleicht Verwendung haben. Aha. Können Sie es nicht tauschen? Ja, weil man hat oft Sachen und denkt sich, ich habe zum Beispiel auch so eine alte Zigarettendosen, habe ich noch alte Rasierklingen, weil oft eine Verwendung. Angelhaken, ne? Für junge Leute ist oft eine Freude, die man machen kann, man weiß gar nicht. Naja, so. Ich bin bei der Krankenkasse, bin völlig gesichert, ich habe alles zu Hause, Schlafmittel, schmerzstillende Tabletten, wenn was ist, dass er nicht unvorbereitet trifft. So, ich könnte sagen, es geht mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gut. Ich kann mir auch leisten, heute mal wo hinzugehen, auszugehen. Ich habe einen schönen Anzug, dunklen, ne? Der ist kaum gebraucht, ne? Man geht denn schon aus. Eigentlich schon dran. Und mein Geld komme ich immer aus. Keine Bedürfnisse. Lesen tue ich auch nichts. Damit muss man früher anfangen. Oder Kunst oder solche Sachen. Ich habe mein ganzes Leben nie Zeit gehabt für sowas. Ich habe Wichtigeres zu tun gehabt. Ich habe Aufgaben zu erfüllen gehabt. Wenn ich was sehen will, gehe ich an die Ecken zum Wirt oder Fernsehgerät. Ne? Man muss nicht hinschauen, aber man kann. Sitze dann, schaue zu. Mir ist wurscht, was gespielt wird. Wenn ich miert bin, zahle ich fort. Manches Mal, wenn es am Sonntag schön ist, fahre ich nach Baden oder Klosterneuburg, schaue ich mir die Häuser an und denke mir, die hätten es in der Russenzeit nachgehauen. Das ist ein Wieland, der geht immer vorbei. Der könnte halt mir gehören. Ja, wer weiß, so was gut ist. Dann steige ich in die Stadtbahn, fahre wieder heim, lege mich schlafen. Ich schlafe ja gut. Nicht immer natürlich. Manches Mal, wenn ich so liege, höre ich die Rettung vorbei, fahren ne? Dann denke ich mir nur, Karl, du bist's nicht. Das ist nicht. Ja, schauen Sie, wenn ich mich von der Arbeit zurückziehen will, gehe in Renten. Wenn ich mein Haushalt auflösen will, gehe nach Leinz. Kann ruhig in die Zukunft blicken. Naja, so, warte mal ab, nicht? Was noch kommt, wie es wird, wie es weitergeht. Ich bin heute immerhin so weit, dass ich sagen kann, man hat sein Leben nicht umsonst gelebt. Und das ist vielleicht das, worauf es ankommt. Das werden Sie als junger Mensch vielleicht noch nicht so verstehen, aber Sie werden noch oft an mich zurückdenken. Oh, hey, Sie. Weg ist er. Trautl. Ja. Ah ja, die Kisten habe ich noch mal. 2 Uhr? Aha. Heute ist ja Samstag, Arbeitsschluss. Gehen wir.